In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus nur drei Zutaten wunderschöne kandierte Rosenblüten zaubern könnt. Sie eignen sich prima als essbare Tortendekoration, wie zum Beispiel auf meinem White Cake auf amerikanisch kochen oder als Blickfang auf Buffets und Desserts. Alles, was ihr dazu braucht, sind Rosen in Lebensmittelqualität. Die findet ihr zum Beispiel in gut sortierten Supermärkten, Biomärkten oder auf dem Wochenmarkt. Und ihr braucht noch Eiweiß und Zucker. Anstatt Rosen eignen sich zum Beispiel auch Veilchen und Gänseblümchen prima. Das Eiweiß wird in eine Schüssel gegeben und aufgeschlagen. Es sollte dabei nur leicht schaumig werden. Die Blütenblätter werden ganz vorsichtig abgezupft. Dann werden die Blütenblätter mit dem Eiweiß benetzt und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt. Ist das geschafft, werden sie dünn mit dem Zucker bestreut und anschließend bei 50 Grad Umluft im Backofen getrocknet. Das Trocknen kann schon 1,5 bis 2 Stunden dauern. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Die kandierten Blüten sollten absolut luftdicht und trocken gelagert werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.